Hey Leute und hua, willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir erstmalig die Hölle betreten und sind da direkt auch schon auf so ein paar unangenehme Bekanntschaften gestoßen. Ich will mir mal eben was angucken. Es gibt ja mittlerweile schon so ein paar mehr Achievements, ne? Ich habe halt echt kaum was gemacht. Oh Mann. Wo ist denn das, was ich hier... Nein... Nein. Nein. Warum habe ich die alle nicht? Versteh das mal einer. Komisch. Versteh ich nicht. Naja, egal. So, hier kann ich mal wieder ein paar mitnehmen. Schlafen. Ja, die Folge von eben lädt jetzt gerade hoch und währenddessen nehme ich halt noch eine auf, weil ich halt Bock drauf habe. So, wir können hier mal den Netherrack ein bisschen einordnen. Und wir haben ganz viel Glowstone Dust und ich würde sagen, wir behalten mal die 27 für irgendwelche Rezepte. Und machen uns schon mal 16 Glowstones. Die werden wir nämlich brauchen, denn ich mag Fackeln als Lichtquelle jetzt nicht so gern, unter anderem, weil die halt nicht ganz so effektiv sind. Und andererseits, weil, ja, ist halt so, ne? So, gleichzeitig 10 Quarzblöcke. So, das kommt dann da rein. Feuerzeug brauche ich nicht mehr. Ach so, Moment, was ich aber brauche... Ach, dafür habe ich aber die Materialien gar nicht. Ich wollte sagen, ich brauche aber auf jeden Fall noch, oh Gott. Creeper auf 12 Uhr. Na, nein. Und, nein. Und, nein. Und, ja. Und, ja. Okay, sehr schön. So, die können wir ja zum Glück alle wieder einsammeln. Ja, meine Creeper-Töt-Skills mit dem Bogen muss ich nochmal ein bisschen verbessern. Da bin ich jetzt nicht so gut drin. Nee, aber generell, ich benutze eigentlich nie den Bogen. Ich weiß auch nicht warum. Aber... Kann man eigentlich mal machen, weil das ist schon, das macht mir Spaß. Also so was Kämpfen angeht, ist der Bogen lustiger als das Schwert. Nur mit dem Schwert rennt sie halt einfach nur frontal hin. So, und rüber. Juhu. Okay, und da sind, oh. Der will uns direkt schon wieder kriegen. Verpiss dich. Der jetzt hin? Taucht er jetzt in Lava oder was? Na egal, ich distanziere mich mal ein bisschen von dem. Ah, hier ist wieder unser Freund. Das Vieh ist ja auch richtig cool, ne? Das Vieh finde ich auch richtig witzig. Ne, verfehlen alle. Ich sollte mir die Schlüssel mal aufheben. Ich habe nur noch 12. Von über 30 ursprünglich. Muss ich mir ein bisschen aufbewahren. Und ich darf mich nicht zu weit vom Portal distanzieren, weil es passiert mir sehr gerne, dass ich mich in der Hölle verlaufe. Und da der Kompass nicht so richtig funktioniert in der Hölle, was ja auch komisch wäre, müsste ich halt immer noch ein extra Portal erstellen, um dann in der Oberwelt mit dem Kompass zurückzulaufen. Ist aber auch nicht so die geile Lösung. Vor allem, weil ich keine Materialien für ein zweites Portal dabei habe. So unter anderem. Und deswegen ist das alles nicht so optimal. Finde ich jetzt. Ne? Ach ja. Hör! Sag mal. Nicht mit mir. Oh Gott. Das war dumm. Egal, gehen wir hier weiter rein und sieht er uns auch nicht. Oh, ich bin Level 30. Wir können unsere erste Level 30er Verzauberung machen. Und ich würde sagen, wir hoffen mal darauf, dass wir eine geile Spitzhacke kriegen. Oh Gott, zwei. Yes. Schade, dass ich den Erfolg dafür nicht bekommen habe. Das gibt ja einen Erfolg, glaube ich, wenn man den Gas mit seiner eigenen Tränen, mit seinem eigenen Geschoss umballert. So, wo ist er denn gestorben?
Hey, wo ist der böse Bub gestorben? Ich will die Träne. Ach, da unten. Oh, das könnte böse werden. Das könnte böse enden. Nee, okay, das machen wir anders. Komme ich dann auch irgendwie wieder darüber? Nee, nicht wirklich. Okay, lassen wir das. Lass mal lassen. Ich würde sagen, wir verschwenden jetzt nicht groß noch unsere Zeit, sondern kümmern uns um unser Level-Up. Ja, ich denke, das tun wir. Und hindurch. Hm. Okay, und zurück. Ja, nehmen wir gleich mal unsere Diamantspitzhacke. Da ist ja echt nur so ganz wenig von verbraucht, also... Da muss man sich nicht zieren, das kann man, wobei, kann man angebrauchte Sachen über verzaubern? Aha, das ist ja jetzt die Frage, oder muss ich eine neue erstellen? Nee, das geht. Ja, das geht. Zum Glück geht das. Okay, hoffen wir. Naja, Unbreaking 3 ist jetzt so ziemlich das Beschissenste. Okay, das wäre jetzt so ein Punkt, wo die Snapshots schon ganz cool wären. Denn in den Snapshots würde ich, nur auf Level 27 runtergesetzt sein. Wir hätten aber auch Lapis gebraucht. Hm. Wir müssen demnächst, glaube ich, mal Brunch mine gehen. Ich will euch das ja eigentlich nicht antun. Das ist ja schon ziemlich öde, ne? Wobei, ich weiß, ich mache mal gerade so Schleichwerbung für mich selber. Angekündigte Schleichwerbung. Gut, Rapkin. Gute Idee. So funktioniert es mit der Schleichwerbung. Nein. Pass mal auf. Ich bin ja stolzer Besitzer von Twitter und Facebook. Ne, das macht man ja heutzutage so. Und Twitter kann man ja immer super benutzen, dass ihr mir Fragen stellt. Lasst uns das doch mal so machen, dass ich das, also ich nehme das jetzt erstmal als letzte Aufnahme hier und beginne die nächste Aufnahme, wenn oder falls, das hängt jetzt natürlich davon ab, wenn ihr mir Sachen geschrieben habt, oh, schon wieder 9 Eier, sehr gut, auf Twitter. Mein Twitter ist in der Beschreibung und oh, jetzt geht's aber gerade gut ab mit den Eiern. Genau, mein Twitter steht in der Beschreibung. Wenn ihr Twitter habt und da Bock drauf habt und irgendwas von mir wissen wollt oder grundsätzlich irgendwie da Lust dran habt, dass ich das so mache, das machen ja viele Minecraft-Let's Player, ne? Dass sie dann nebenbei, während sie irgendwas Langweiliges an sich machen, dass sie dann irgendwie Fragen beantworten oder von sich aus reden. Ihr könnt mir auch einfach nur Themenvorschläge nennen, entweder Fragen oder Themenvorschläge, einfach mal auf Twitter stellen. Sonst glaube ich auch einfach @RapkinGames, wenn ihr keine Lust habt, in die Beschreibung zu gucken. Aber da steht das jedenfalls drin. Einfach mal anschreiben. Und genau. Dann schauen wir mal, ob da irgendwie in den nächsten Tagen was zusammenkommt. Beziehungsweise heute irgendwie, weil morgen muss ich eine neue Folge hochladen. Und ja, das würde mich freuen. Dann könnten wir nämlich Brunch mine währenddessen Fragen beantworten. Ja, schreibt mir mal, ob ihr da Bock drauf habt und ihr solltet mir generell recht viel momentan irgendwie, habe ich das Gefühl, in die Kommentare schreiben. Ich bin ja schon so ein Schlawiner. Zwinge euch hier regelrecht zur Interaktion. So. Hallo? Ach Quatsch. Ich baue doch auch Mist. Hört doch alle gar nicht auf mich. Ich mache doch wieder nur Mist. So, jetzt noch die dazu. Flup 59. Das da. Ich könnte mich demnächst auch mal mit Alchemie beschäftigen, dass ich mal schaue, wie das funktioniert. Da müsste ich aber auch erst ein paar Netherwarzen auftreiben und dafür müsste ich in das Castle rein. Und dafür möchte ich dann eigentlich erstmal. Ich würde, glaube ich. Ich bin gerade im Überlegen, aber ich glaube, das allererste, was ich demnächst machen würde, wäre die Monsterfalle bauen. Ganz ehrlich, ich glaube, wobei, nee, noch gar nicht. Ich würde zuallererst Brunch mine gehen
sprich, oder Strip Mine, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet. Das heißt, ich buddel mich runter mit Leitern oder so, bis auf Ebene 12. 12 nehme ich am liebsten. Und dann buddeln wir da kleine Gänge, um so viele gute Rohstoffe wie möglich abzugreifen. Und ich würde sagen, weil wir heute noch Zeit haben, verwenden wir die restliche Hälfte. Wenn ihr das langweilig findet, dann tut mir das jetzt schon mal leid. Ich mache das jetzt aber einfach mal. Ich putte mich jetzt mal ein bisschen runter. Dafür nehme ich erstmal Kobbel. Und ich werde Leitern brauchen. Das heißt, ich werde Holz brauchen. Okay, auf welcher Höhe sind wir hier? 64. Wasserhöhe. Das ist genau Wasserhöhe hier. Das ist doch cool. Na, und dann gehen wir irgendwie da hinten, vielleicht an den Berg oder so. Dann lassen wir das ein bisschen natürlich. Oh, hier ist eine Schlucht. Okay, dann nicht hier. Hier. Einfach mal hier so. So, zack. Zack, zack. Ah, ich habe gar nicht genug Kobbel für das Vorhaben hier. Okay, mehr Kobbel. Und bei Nacht bauen ist gar nicht so schlau, aber wir machen das einfach mal. So. So, und dann so. Hey, geh weg. Sau. Was habe ich dir getan? Nichts habe ich dir getan. Nichts. Okay, so. Und dann so. Jetzt haben wir so einen natürlichen Höhleneingang im Prinzip. Wobei. Sieht noch ein bisschen blöd aus. So, irgendwie. Dann kommt hier so eine Fackel drauf und die kommt weg. Und hier kommt noch eine hin. Und hier außen. Und dann irgendwie hier noch so ein bisschen. Okay. So. Und hier kann man irgendwie auch nochmal so machen. Und dann hier sowas. Hier kommt eine Fackel ran. Da dann halt auch noch. Okay, so. Und das hier will ich austauschen. Und das hier. So, und hier geht's runter. Okay. Das sieht jetzt relativ natürlich aus. Ne? Ja, es schmiegt sich in etwa in die Umgebung ein. Ich habe da hinten Enderman gesehen. Aber er soll mich nicht sehen. Oh, mehrere sogar. Komm hoch. Verdammt. Wo ist er hin? Na, Kollege. Ja, komm doch her. Komm doch her, du Sau. Komm doch her.
Komm her. Ha. Oh Gott, und hier sind wieder so ein paar Bauarbeiter angekommen. Die sind nicht so glücklich, glaube ich. Ja, und dem fehlt sogar da oben was. Ist ja eklig. Was? Aber die fehlt noch ein bisschen mehr. Enderman, da. Verdammt! Naja, wir hatten kaum Level. Okay, dich kriege ich, du Sau. Dich kriege ich. Wo ist mein Schwert? Ha. Ha! Hab ich dich. Und hier Kopfloser und so weiter. Was? Ja, und die Geräusche bleiben natürlich. War ja klar, war ja klar. Und ich kriege keine zweite Enderperle. Wofür bin ich denn jetzt gestorben, meine Güte? Oh. Goldkopf, ne? Alles cool. Ich habe wirklich keine zweite Perle bekommen? Wie lame ist das denn? So, jetzt leg mal deine schnieke Rüstung wieder an. So, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Abenteuer lustig. Lustig, tralalala. So ein bisschen machen wir das jetzt. Ich brauche nämlich ein paar mehr Endermen. Die werde ich auf Dauer benötigen. Die Perlen. Um mir dann später Augen draus zu machen. Ja, weil ich habe ja keine Augen, deswegen brauche ich neue Augen. Das ist ja verständlich. Ja, und wir wollen ja dann irgendwann auch ins End, nicht wahr? Ich hatte in der vorherigen Offline-Singleplayer-Welt hatte ich mal das Vergnügen, dass ich mit einem Netherportal, ich habe mir da so ein Netzwerk aus Netherportalen zugelegt, im Prinzip. Das können wir sonst auch mal machen, mal gucken. Da hatte ich das Glück, dass ich unterirdisch gelandet bin und direkt an einer Festung. Das war ziemlich cool. Und das war nicht cool. Das war ziemlich unfair. Oh, ist da hinten mal wieder ein großer Freund? Ja, das sieht gut aus. Ah, oh, da ist aber ein Skelett. Okay. Okay, das war's mit dir und ich krieg nur noch ein Auge. Sehr, sehr schön. Hab ich schon wieder fast tot. Okay, jetzt bin ich wirklich fast tot. Laufen! Auf dass sie in die andere Dimension geschickt werden. Was, wie, wo? Nein! Nicht mit mir. Gott! Was ich hier mache? Ich will doch nur ein paar Enderman. Ist mir nicht gewährt, ne? Darf ich nicht. Darf ich einfach nicht. Ist einfach verboten. Habe ich einen Kaktus dabei? Ja. Das war fies. Und das war auch sehr fies. Ich bin gerade so ein bisschen sterbelustig, ne? Wir machen mal wieder Tag. Aber diese Endermen sind auch asozial, muss man ja mal ganz klar sagen. So, wo sind denn meine Sachen? Hier drüben. Sehr fein. Très magnifique. Okay. Zack, 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 zack. Ich habe gerade die Wirkung des Kürbis auf dem Kopf ein wenig überschätzt.
Aber dafür wirst du jetzt leiden. Gelitten hat er. Gelitten. Okay. Und wir haben... Oh, wir haben die 20 Minuten schon wieder. Okay, dann, Leute. Schreibt mir doch mal, was ihr von der Twitter-Sache haltet. Wenn ihr es gut findet, dann geht doch mal direkt auf Twitter und stellt mir ein paar Fragen. Regt ein paar Themen an. Und, ja, ansonsten bleibt das da hinten einfach nur ein verlassener Mini-Minenschacht. Das Ding da. Ja, genau. Gut, das tut mal, denn das wird ganz praktisch. Ne? Bis dann!